Ey! Vollidiot. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gideon weiß sie die Entschuldigung, dass ich auf der Straße stehe. Bin ja schon weg. Letzte Folge haben wir den Pole Position Club gekauft haben. Ja, ich glaube, 2 Stunden das drüber hinzugeguckt, wie du uns, verführt oder so. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Und können jetzt, glaube ich, 4.000 Dollar immer abholen. Dann haben wir die Bootswerft noch gekauft. Die gibt dann immer 2.000 Dollar ab. Und in der heutigen Folge werden wir uns den Sunshine-Autos... Oh Gott, haben wir überhaupt genügend Geld? Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ich genügend Geld eingesammelt habe. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Ich war jetzt ganz fleißig und habe... Mein Gott, ihr blöden Säcke. Ja, ich habe ganz viele Päckchen eingesammelt. Ich müsste jetzt, ich glaube, irgendwas um die 70 Päckchen haben und bin da auch ein paar Mal gestorben. Deswegen habe ich keine Waffen mehr. Aber ich habe in der Zwischenzeit, wo ich die Päckchen gesammelt habe, sehr viele wundervolle Waffen bekommen, die ich jetzt wieder verloren habe. Also alles supi-tupi wieder. Und ich habe hier... etwas gesehen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir hier irgendwelche Missionen haben. Ich habe jetzt auch das hier gesehen. Und habe natürlich... Oh, du Heilige. Oh Gott. Oh Gott! Ja. Ach, du Heilige. Oh Gott. Wollen wir mal kurz gucken. Hä? Was war das denn jetzt gerade? So, denn ich habe mich belesen bezüglich des Panzerwagens. Panzerwagen, ja, Panzer Rino. Wir hätten zum einen bei der einen Mission, wo wir ja den Panzer... Listen, I just wrote another poem. If I had a flower for every time I think of you, I'd walk forever in a garden. And I just wrote a poem too. Ja, oh man, kurz. I'm not here to recite poetry or sell motivation tapes or talk to dead people. We're here to press these. Das nervt mich doch jetzt gerade schon wieder. Mann, was ist denn das? Ja, das ist... Genau, das nervt mich auch gleich schon wieder. Ich habe wieder gar keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, ich habe das Gefühl 2 Stunden oder 1,5 Stunden mir die Zeit genommen wegen meinem Päckchen und bin da ja auch ein bisschen verzweifelt gewesen. So, jetzt fahren wir nochmal hier rüber, weil wir hatten hier nämlich auch nochmal eine Pizzastation. Ja, wegen dem Panzerwagen. Wir hatten ja die eine Mission, wo wir ja den Panzer stehlen mussten und wir hätten dort... Ich weiß nicht, ob es genau die Garage gewesen ist, die wir hätten benutzen müssen, aber wir hätten irgendwie den Panzer zum Explodieren bringen müssen, während er in der Garage ist. Und dann hätte zwar da gestanden, dass die Mission halt fehlgeschlagen ist, aber wir hätten dann im Endeffekt diesen Panzer gehabt. Wo ich mir denke, danke für nix spielen, finde ich absolut toll, aber es ist ja wahrscheinlich eher so eine, in Anführungszeichen, Cheater-Sache, weil als Normalo weiß man das ja nicht. Und ja, dann habe ich nochmal gelesen, du kannst es entweder cheaten, was ich machen möchte, oder man sammelt 90 Päckchen ein und hat dann in den Panzerwagen. Und da dachte ich mir nur so, okay, alles klar. Dann gehen wir zum Panzerwagen, zu den Päckchen. Guck mal, habe ich jetzt hier, guck mal, da befindet sich eine Waffe. So. Während du ihn vorbeiwirfst. Okay. Gut. Oh, guck mal, wie die wieder fahren. Warum fahren denn diese ganzen Leute um? Genau. Werfe ich die denn jetzt einfach mit... Wie werfe ich denn jetzt diese Pizzas zu? Warte mal, ich guck mal kurz schnell nach. Pizza-Mission. Pizza werfen. Sinnlos. Moment.
Zu dumm, um Pizzas auszuliefern. Ja, das bin ich. Ein Drive-By. Okay, warte mal. Das hatte ich jetzt gerade versucht, aber es hat nicht funktioniert. So. Gottes Willen. Es wird lustig werden. Es wird richtig lustig werden. Aber ein Drive-By muss ich ja nicht mehr eh drücken, eigentlich. Hey, come on, Mister. Deliver these quick. I know you didn't want to be a pizza boy. Well, I don't give a damn. Ja, gib mir einfach die verdammte Pizza und dann Ende Gelände. Weiß gar nicht, wie viel müssen wir denn... So, okay. Oh! Diese Laternen und diese Ampeln machen mich immer aggressiv. So. Dann links und dann gleich wieder rechts. Und gleich wieder rechts. So. Hey, ich hab doch... Warte. So. Fahren wir wie die letzten Idioten. So. Und wie ihr sehen könnt, habe ich $53.000. Das heißt, wir können uns Sunshine kaufen. Ich habe allerdings auch die Druckerei gefunden. Also ich denke mal, ich habe sie gefunden. Und die Druckerei ist kein bisschen wichtiger, weil wenn wir die Mission abschließen, müssen wir halt die eine Gesundheitserhöhung bekommen. Oh. Was relativ wichtig ist, weil... So, wir müssen dort hinten hin. Ja, also wir müssen halt wirklich, also was heißt müssen, ich denke mal, die Bürgerwehrmission ist nicht ganz so dringend, aber auf jeden Fall halt, dass unsere Gesundheit irgendwie... Ja, genau. So. Genau, und wir müssen, glaube ich, bei... 80 Päckchen kriegen, glaube ich, einen Helikopter. Der erscheint dann auf irgendeinem Militärstützpunkt. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen, als ich die einzelnen Päckchen eingesammelt habe. Und bei 90 müssen wir den Panzerwagen bekommen. Der muss dann auch bei dem Militärstützpunkt sein. Und dann müssen wir nämlich als Cop, also in Verkleidung als ein Polizist, hineingehen. Weil dann schießen die nämlich nicht auf uns, weil sie halt ja denken, dass wir ja zu den Guten gehören. Ach gut, da muss er ein bisschen weiterlaufen jetzt, aber ist mir auch egal. So. So. Ja. Was bleibt eine Pizza 6? Oh nee. Das ist jetzt sehr ernst. Jetzt. Hier ist dein Geld. Ja, wow, fuck. Ich wusste gar nicht, dass man... Dass sie nicht dorthin gehen. Wie dumm sind die denn? Nimm deine schöne heiße Pizza, geh mein Geld und lass mich in Ruhe. Aber ich weiß jetzt nicht, ich habe ja keine Ahnung, wie viel Geld ich jetzt bekomme. Ach so, was ist sicher erst, wenn ich die Mission abbreche. Wir müssen bestimmt auch irgendwie eine bestimmte Anzahl hintereinander, so Obi, erreichen.
Um dann, ja, keine Ahnung, hoffentlich eine Errungenschaft zu bekommen. So. Ich glaube, der letzte ist auch irgendwo am Strand. Können wir eigentlich die Pizza nicht wieder einsammeln? Mit Sicherheit, also rein theoretisch ja, aber dann würden wir die Mission wieder abbrechen. Darauf habe ich nicht unbedingt Lust. So, kommen wir hier entlang. So, und das sehe ich ja schon. Schön. Achso. Das war's. Liefere 10 Pizzen aus. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Pizzabote. Moment, habe ich noch? Ich glaube nicht. Ich habe das nicht mehr. Nein, verdammt. Moment. Das war die falsche Seite. Oh verdammt. Was war das denn für eine schöne Seite? War das, das war die, genau so, warte mal. R3-Mission, was soll mal R3-Mission sind? Versteckte Attentäter, Überfall, Läden. Ich verstehe das gar nicht. Okay. Nun gut, dann würde ich sagen, werden wir jetzt zur Druckerei. Die müsste irgendwo eigentlich hier sein. Mal kurz genau gucken. Wie gesagt, hier, beziehungsweise hier. Hier müsste die Druckerei sein. Und ich glaube, mit der Druckerei kriegen wir auch die Gesundheitserhöhung. Warum ich auch immer jetzt den Pizzaboten mit der Gesundheitserhöhung in Zusammenhang gebracht habe, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich einfach nur Kurier gelesen und Kurier ist ja für mich auch eher so ein Pizzabote. Aber ich weiß, da gibt es eine Mission, weil ich hatte mich wegen diesem Panzerwagen da belesen gehabt. Da müssen wir, oh boah, das war knapp, bei der Kuriermission irgendwie ein schnelles Auto haben. Oh, aber warte mal, es ist eigentlich dumm, weil ich brauche ja erstmal ein paar Waffen. Oh, Alter, die gehen mir auf den Senkel, ey, die gehen mir so auf den Fuck. Hätte ich was Böses gesagt. Jetzt hätte ich beinahe was Böses gesagt. Warte mal. Ich habe mir ja hier die ganzen Waffen freigeschaltet. Ja, komm. Ich weiß halt nur nicht, ob die... ich speichere mal ganz schnell. 5000 immer mit. Ob die wieder erscheinen, das weiß ich leider nicht. So. Das wäre halt schon cool. Also die 30 Stunden nehmen wir trotzdem mit. Ja, sehr schön. Na gut. Da haben wir wenigstens ja, ein paar Waffen. Mal gucken, ob wir da jetzt bei der Mission weiterkommen. Obwohl, nein, ich glaube, die Druckerei war 70.000. Warte mal, müssen wir kurz gucken. Ja, Scheibenkleister, die kostet 70.000. Okay, also wir müssen die Sunshine-Mission machen. So, und das war ja genau hier. Und gibt es nämlich auch noch ein Päckchen, was wir uns holen können. Warte mal. So. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe ja auch gesehen, es gibt auch wieder Fahrzeuglisten, ob wir dann auch wieder so schön... Mal. Also es ist doch jetzt schon öfter vorgekommen. Also ich glaube, vorher war das nie so extrem, dass sie so viele Leute umgefahren haben. Ja, ob das genauso gehandhabt wird mit dieser Export, also mit dieser Fahrzeugliste, wie halt in GTA 4 und GTA San Andreas. So, ja, ich möchte dieses Auto aus für 50.000 Euro kaufen.
B.J. Smith, and you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. This girl's a real tiger, man. Yay, wir haben das Autohaus gekauft. So, und speichern erstmal vorsichtshalber. So, na nun die Frage. Mission müssen bestimmt jetzt hier, genau, 75 von 100. Wie gesagt, ich war sehr fleißig. Also, die hatten da Mission. Hier, genau, sag ich doch. Drück um das ausgewählte Rennen zu... Oh. Okay, ich schnapp dir ein schnelles Fahrzeug. Warte mal. Oh, ein Banshee. Warte mal. Bist du schnell? Dinger. Mal gucken. Ey! Rücken die sich in meinem Autohaus, die Schweine? Ach so. Warte mal, wie komme ich auf? Warte mal. Nee. Moment. Un momento. Du siehst schneller auch aus. Ja. Oh, der Cheetah! Der schöne, schöne Cheetah! Da kommen ganz schöne Erinnerungen wieder hervor. Sag nur, geht der San Andreas. Aber das Auto fährt so schön. Ich weiß gar nicht, gab es auch einen Cheetah in GTA 4? Weißt du, Banshee, den gibt es ja auch in San Andreas und in Vice City. Muss es, glaube ich, auch in GTA 4 geben. Ja, stimmt, ich glaube, den haben wir auch gefahren. So, warte. Till one day, all hell broke loose. Tim, we need you. I'm a man of peace. I'm done killing. I want to raise a family. That's just it, Tim. They've got your family. Oh, wir sind hier entlang. Achso, guck mal jemand. From the heart of America to the jungles of Cambodia. Follow one man's quest for peace. Alter, du blöd Mann. Tim, I know you come. Just like old days, we kill everybody. Tim, they got your wife. Oh Gott, fuck. Ah! You are now to America. Oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Ah! Mein Herz. Problem ist, ich konzentriere mich mehr auf die Straße als auf die Karte, um zu sehen, wo das nächste, der nächste Wegpunkt ist. So. $400 haben wir bekommen. Haben wir hier ein Pain Spray? Da unten, okay. Da werden wir mal ganz schön das Fahrzeug hier reparieren. Ja. Und dann machen wir jetzt mal die Rennen mit dem wundervollen Auto. Ja, das war hier.
nehme ich mal Sneaks für einen Angriff. Wie gesagt, aber ich dachte, es gäbe hier irgendwelche Missionen. Oh. Ja. So. Irgendwas? Oh! Hier haben wir die Liste stehen. Ach so. So. So, wo bist du, Mausi? Hier bist du. Dort haben wir die Fahrzeugliste. Man ist es halt nicht gewohnt, dass es nicht erklärt wird. Wie gesagt, GTA San Andreas, GTA 4 hat ja jemanden an die Hand genommen. Was mir ich da hier den ganzen Verkehr auffällt. Ah. Die armen Seelen. Deswegen bin ich ein kleines bisschen überfordert, wenn das GTA, weißt du, die nicht mit mir macht. Ich glaube, bei GTA 5 war das auch der Fall, dass die da wirklich einen an die Hand genommen haben und dann alles tippetabeltu erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Halt nochmal gucken, ob wir jetzt hier richtig sind oder ob wir nochmal kurz umdrehen müssen. So. Ach du Heilige, jetzt fängt es an zu regnen. Fuck. Oh, Scheißregen. Ein armes Auto. Oh. Gottes Willen. Ich weiß, es ist ein bisschen wurmt, ist, dass hier keine Autos kommen. Ein illegales Rennen oder nicht? Oh, schön! 2000 haben wir bekommen. Das ist doch... Nee, warte mal, ich will mein Auto jetzt ungern abgeben. Warte mal, ich habe aber ja hier gleich eine Garage. Oh, tut mir so leid. So ein schlechter Autohalter, ne? Kann ich hier... Ja. Aber wenn ich das in meine Garage stelle, wird es dann automatisch... wieder repariert oder eher nicht? Ich denke mal eher nicht, oder? Ah! Ah! Warte, Schatzi! Oh, oder auch nicht. Okay. Hab ich nicht gesagt. So, wie viele Rennen haben wir denn? Eigentlich. Oh, wir haben gar nicht so viele Rennen. Okay, dann nehmen wir mal die 3. Rock served up. This is V-Rock. Yeah, he
don't forget this weekend, all weekend long, it's a crash and burn weekend. Aber wir sind gleich hier. Ah nee, war ich? Nee, wir waren schon nicht. We're gonna have to take a break right now, but we'll be back in a few short seconds and maybe even give you an opportunity to win a Vulture T-shirt. Und es regnet immer noch. Knights of the Road, here's your stallion. Ach, Mädchen. The car for hot excitement. Ey! The car for men alone against the elements. Das ist so geil, dass die KI einfach so richtig dumm in diesem Spiel ist. Die gehen mir zwar übelst auf den Sack manchmal, aber in solchen Momenten ist es schon gut, wenn die einfach nur so richtig dumm ist. Und mein Ohr krabbelt. Warum krabbelt jetzt mein Ohr? Oh, verdammt. Oh. Mein Ohr krabbelt sonst nie. Außer wenn ich aufnehme und gerade irgendeine Mission habe, die mich wieder ein bisschen nervig an den Rand bringt. So. Sind die hinter mir? Nee, okay. Die hängen wahrscheinlich irgendwo fest und ob die rückwärts fahren können, das bezweifle ich fast schon. Verdammt. Wir haben einen guten Vorsprung. Es hat aufgehört zu regnen, was auch wieder ein Vorteil ist. Hier muss ich hin, okay. Warte. So. 4000. Das schmeckt gut. S36 nicht allzu gut, aber naja. Ich hoffe nur, das wird jetzt nicht irgendwie gespart, das Video. Der Teil. Weil wie gesagt, bei manchen Videos weiß ich, bei manchen Liedern weiß ich nicht, ob die gesperrt werden. Deswegen skippe ich auch sehr viele Lieder und das halt nur die laufen, wo ich weiß, okay, da wird das Video zumindest gelb, beziehungsweise vom Urheberrecht jetzt nicht komplett gesperrt, sondern nur, meistens nur für Russland. Ah ja, die armen Russen können sich so wenige Lieder anhören. Oh, verdammt. Dann haben wir nur noch ein Rennen. Das größte Rennen offen. Dann kann ich wieder hier ein bisschen warten. Ein paar Päckchen einsammeln, damit wir halt irgendwann mal 70.000 haben, um die Druckerei zu kaufen. Ich brauche unbedingt einen Panzerwagen. Sorry. Okay, einmal hier rumfahren. Ohne Momento, per Favore. Oh, ein schönes Haus. Das würde ich auch gerne kaufen. So. Hello. Oh. Guck mal, da wird gleich kuscheln kommen. Junge, Alter. Gehen wir nicht auf den Symbol. So, guck mal. Eigentlich muss ich nur warten, bis sie sich gegenseitig aus dem Rennen nehmen. Und dann kann ich eigentlich mehr oder weniger ganz entspannt fahren. Das war schon fast klar, dass wir hier abbiegen müssen. Also sagen, ich bin ja froh, dass es nicht allzu viele Autos hier gibt. Das war ja bei GTA 4 und San Andreas der Fall. Dass man dann ja wirklich noch bei dem Verkehr die Rennen bestreiten musste. Das war auch ganz lustig immer. Nicht? Mal geradeaus. Ja,
Ich muss sagen, ich bin schon fast froh, dass GTA Vice City nicht so groß ist von der Karte her. Und bei GTA San Andreas war es schon cool, dass man halt auch wirklich die verschiedene Fauna gesehen hat, von Wüste bis saftiges Grün oder halt auch die Berge. Aber ich genieße auch gerne kleine Karte. So, jetzt müssten wir gleich wieder da sein. So, 8000! So. Das Auto können wir ja wieder mal kurz wieder in die Garage stellen. Und dann nehmen wir noch das letzte Rennen in Angriff. Da haben wir die in einem Abwasch. Oh Gott. Und dann, wie gesagt, geht's wieder daran, Geld zu sammeln. Beziehungsweise werde ich erstmal speichern. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sterbe oder irgendwas abstürze und dann darf ich die ganze Rennen nochmal machen. Dort müssen wir hin. Natürlich könnte man natürlich die ganzen Rennen machen, um halt ein bisschen Geld zu scheffeln. Leute, lasst mich doch mal hier rein. Meine Güte, ich bin schon wieder aggressiv hier. So. Zum Weg hier. So. Ach so. Wir müssen noch zwei Rennen bestreiten. Okay. Und meine Nase juckt jetzt schon wieder. Warum? Warum denn immer in solchen Momenten? So. Aus dem Weg. Hin. Like witches? No, yes. But not witches like you think. We're just a group of people who believe in communal sharing and chanting oh, and can't find husbands. Reading magazines, cloaks, wands, horned gods, rubbing your skin raw with rocks, dying of old age at 27, crying in terror when it starts to thunder. And these are all the things our ancestors did. Since I found my new mind and body, das hör ich mir hier gerade an. Das, was wir Frauen eigentlich wollen. Oh ne, habe ich jetzt. Achso, ne, ist auf der anderen. Okay, ich dachte jetzt schon, ich hätte aus Versehen nochmal das gleiche Rennen getriggert. Oh, ein Zen-Garten. Ach, die sind aber schön. Oh, sorry, ich hab ihn voll weggebasht, ey. It teaches you things like that. Death isn't an end. It's just a stage and also a beginning of a new journey. Ja, New Term. Oh. Ich meine, wenn man jetzt nicht an Wiedergeburt glaubt, was ist denn dann der Tod für eine neue Phase? That's a weird name for a leader of a group of witches. Oh, hi, Phil. What hairy legs you've got. What with being a man who's a witch and everything. Ein Mann kann doch eine Hexe sein. Das ist eher dann ein Hexer. So ein Witcher. Oder? Witcher muss doch die männliche Form von Witch sein. Da wird es doch das Computerspiel nicht geben. Und ist ja ein Hexer da, Geralt. Guck mal, die schießen sich wieder die Kugeln in die Köpfe. Gottes Willen. Was Mouth-to-Mouth-Resuscitation? If you take your nervous system seriously, if you take your organs seriously and explore them, some really neat things can happen. Was höre ich mir hier gerade an? Weil es schon interessant, aber man fragt sich so, was reden die? Was sind das für Team? Habe ich die Zeremonie verpasst? Um welche Zeremonie geht es gerade?
I'm going to have a spiritual experience. Okay, spirit experience. Into my head. Ja. Life actors never rehearse and need no script, Amy. That was sent by somebody really spaced out. And I'm going to say it again, like the wind which keeps the moon, or the sun which shines with light. Will you please leave? You smell and you talk really weird and you're just... This is your guy! Continue to tell people out there, become an internationalist. Learn oral traditions. Learn to respect life. Make... So, 20.000. 2:03. Ist das eine gute Zeit oder ist das eine schlechte Zeit? Hey, it's Manuel from Stone Island. Hello, Manuel. Yeah, I want to talk about technology and leaving us. You know that play in the future there will be robots? Jetzt werden wir noch das große Rennen mitmachen. Wir kriegen dann 100.000. Das heißt, wir können die Druckerei mitnehmen. Computer sind wirklich evil. Sind die schlimmsten, die schlimmste Technik, die es gibt. Computers aren't evil, it's the people that program the computers that are evil. That's a pretty big difference. Whee! Oh god. Right now. In fact, I am a computer. Well, anything that can think faster than me is evil. Anything which doesn't dance or sing or cry or wear a smock. You das? Create your own reality. We are like the dust in the wind. We are golden. Oh god. Also, das kann ich mir auch, also nicht allzu lange geben. So. Ist ja gleich hier. Können wir gar nicht so weit fahren. Ach, doch, wir sind jetzt. Ach so. Like our ancient wood wearing queen, Medusa. Medusa. So. Ich bin jetzt da. Ah, so, warte. Oh Gott. So, ich brauche erstmal wieder meinen schönen Vorsprung. Oh Gott. Hä, Kamera? Die Kamera ist gerade ein bisschen schwierig gewesen. So. Hit me! Prank caller! Sorry, listeners. Somebody call the IRS. Who let that guy in the country? Yes, poor man. So lost in ill at ease with his father selling him. Das ist so geil. He'll be fine with what he needs. And I need to take a commercial break. Yes, good luck. Gethsemane. Yeah. I hope you find what you're looking for. And I sincerely hope you woo, take a bath. We'll be back after this. You're on K-Chat. Don't go away. Oh, gosh. Ja. Oh Gott, aber ich denke, wir werden bestimmt auch mit einem relativ großen Abstand das Rennen beenden, wenn jetzt mir kein fataler Fehler noch passieren sollte. So. Aber ich muss sagen, bei Kitas Andreas hatte man jetzt nicht unbedingt Geldprobleme, weil man doch relativ viele Missionen hatte, die sehr viel Geld eingebracht haben. Und man war ja nicht gezwungen, die Sachen zu kaufen, um halt bei der Mission weiterzukommen. Ich meine, wir haben jetzt in Malibu Pool, wenn das dazu zählt. Also gut, Malibu müssen wir machen, halt mal zwei. Die Bootswerft habe ich gemacht, sind es drei. Dann haben wir die Choppy Chabby Kirschdingens gemacht, sind vier. Dann haben wir Taxis, sind fünf. Und ich glaube, wir brauchen sieben, um weiterzukommen. Aber ich habe auch gesehen, beziehungsweise als ich die Päckchen eingesammelt habe, stimmt, da fehlt mir noch eins, wo diese Filmstudios sind. Da waren, ich glaube, sogar zwei Päckchen mit dabei. Genau, das war nämlich hier. Und da hatten wir noch zwei Päckchen gehabt, aber wir kommen jetzt hier nicht rein, weil wir es nicht gekauft haben. Genau, so. Und die restlichen Päckchen, ich denke mal, ich habe so gut wie fast alle auf dem Boden. Also wie gesagt, ich will ja eigentlich nur 90 haben, damit ich halt mein Rino habe. Ich weiß gar nicht, was man bei 100% bekommt. For the star.
stars, including me. Aber dafür brauche ich halt einen Helikopter und ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich einen Helikopter herbekomme. Ich hatte ja gehofft, ich war ja auch auf dem Flughafen, dass ich dort irgendwo in Helikopter einsteigen kann. Beziehungsweise doch, ich habe einen gefunden, aber mit dem musste ich irgendwelche Checkpoints abfliegen, was ich halbwegs gut hinbekommen habe, bis er dann in Flammen aufgegangen ist, ich gestorben bin und dann keine Waffen mehr hatte. Aber ansonsten, ja, müsste es eigentlich nur am Flughafen beziehungsweise auf der Militärbasis oder in der Militärbasis eins geben. And one of them you get bored during a 5-hour game. You touch yourself a lot and start a massive brawl with players who are degenerates. Wo ist noch bestimmt nicht fertig. Yes, but it's all the same. No, Amy, it is. Anyone can hit a home run. In baseball, you stand around the field. Bestimmt ist rechts, oder? Ja, genau. Hallo. Sorry. He's been in the trenches getting Agent Orange sports string poured all over his head and taking an innocent life. One is a gay man, the other is a gay for pansies who like wearing button-down shirts. They call baseball a national pastime. And that means making a mistake. Rennen in dem originalen Teil genauso? Also war die KI da genauso dumm? Oder ist es einfach jetzt in der Define Edition? Weil Define Edition ist ja prinzipiell immer ein bisschen buggy. So, 4 Minuten. Für 8 Uhr, wir haben nur 40.000. Ich hab doch irgendwas mit 100.000 gelesen. Warte mal. Oh, sorry. Dachte ich. Ach, das sind Startgebühren. Ja, ne? Aber guck mal, wir haben jetzt die ganzen Rennen abgeschlossen. Und mal gucken, ob ich jetzt hier diese Fahrzeuge, ob ich werde das vielleicht einfach im Off machen. Wir machen ja gerade in GTA San Andreas, dass ich euch ja da wirklich hier mit dabei habe, wenn ich diese ganzen Fahrzeuge exportiere. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, das hier so sinnvoll ist, dass ich euch das zeige oder einfach auch im Off machen werde, weil es ist ja im Endeffekt nichts anderes, außer das Fahrzeug zu suchen, hierher zu bringen, Geld abzukassieren. Also ich hoffe, wir kriegen dafür Geld und dann ja weiterzumachen. Denke ich. Hoffe ich. Ja. Also muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich irgendwann einen Helikopter finde, damit ich meine Päckchen einsammeln kann, um den Rhino zu bekommen. Damit wir die Bürgerwehrmission beginnen können, um dann, ich glaube, mehr Schutz, also für die Schutzweste zu bekommen. Und dann... Ah nee, Bürgerwehr war ja mehr Gesundheit. Ach, ich komme schon durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Ich werde versuchen, mein bestes 90 Paketchen einzusammeln. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.